Hallo, hallo. Vom Strand. Wo sind wir denn überhaupt? Ja, wann waren wir denn hier mal das letzte Mal? Wann waren, ups, falsche Richtung gedreht. Wo bist du? Hallo, da ist sie. Lang her ist es, dass wir hier waren. Long, long time ago. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wann es das letzte Mal war. Jedenfalls nicht, wann wir hier an dem Parkplatz waren. Ewigkeiten her. Super. Das war, glaube ich, schon bestimmt 15 Jahrhunderte. Ja, das war schon, also hier waren wir schon an dem. Ewigkeit nicht mehr. Wir waren da eben am anderen Parkplatz oder am anderen Ecke von Estrenk. Ja. Aber hier waren wir schon wirklich seit Jahren nicht mehr. Ewigkeit nicht mehr. Heute ersten Weihnachtsfeiertag. Nützen wir aus. Bisschen frische Luft schnappen. Nach Estrenk. Gut ist, glaube ich, dass wir die Mikrofone dabei haben. Es ist nämlich ganz schön windig. Gut, das brauche ich, als Basecap dabei hat. Und guckt mal hier. Hier wird das Wasser reingeleitet, das dann zu Sandra geht und dann weiter in die Salinen, wo dann das mallorquinische Salz produziert wird. Ja, da hast du auch eigentlich wirklich die Vögel. So, was haben wir denn gestern Abend gemacht, Schatzi? Guck gerade Vögel. Du guckst gerade Vögel? Gestern Abend haben wir einen ganz, ganz, ganz schönen Abend gehabt, Freunde eingeladen. Patrick hat toll gekocht, ich durfte nur genießen. Und es war wirklich ganz, ganz toll. Ganz ruhig, entspannt, mega schön. Wir hatten Fettuccine mit Pecorino und Pfeffer. Ja. Wir hatten Dillkartoffeln mit, oder umgekehrt, wir hatten Lachs in Butter pochierten Lachs. Ja. Mit Dillkartoffeln. Ja. Und hatten einen schönen Abend. Und jetzt heute sind wir hier an Estrenk. Heute haben wir gesagt, wollen wir ein bisschen frische Luft schnuppern, ein bisschen bewegen. Was kann ja nie schaden. Und bringen euch natürlich. Wie immer, wenn wir unterwegs sind, probieren wir euch ein paar Bilder mitzubringen. Heute endlich mal wieder zum Glück mit meiner geliebten Frau zusammen. Jiwi. Genau, und hier sieht man eigentlich schon, was eigentlich normal ist. Wir sind im Naturschutzgebiet, ja, dass man die Wege nicht verlässt, Zigaretten kippen oder nicht raucht. Nicht in die Dünen scheißt, steht ja auf gut deutschen Schild dran, keinen Müll wegwirft. Herrlich. So, hier hinten von der Ecke sind wir gerade hergefahren, da hinten ist dann auch Estrenk schon zu Ende. Da ist dann auch nur Felsküste gewesen. Nur Fels, nur Felsen, hier hast du den schönen Strand. Und hier haben wir, glaube ich, alte Verteidigungsanlagen, wo früher, glaube ich, die Insel verteidigt wurde. Und hier haben wir die jemanden, der die Insel verteidigt. Die größte Verteidigung. Die Verteidigungsmaschine hier von Mallorca. Und warum sind wir heute eigentlich auch da? Frische Luft schnappen? Ja. Und Sandra wollte eigentlich, oder wir wollten was basteln und dazu brauchen wir eigentlich ein bisschen Treibholz. Genau, und jetzt sind wir auf der Suche, ob wir hier irgendwo zwei schöne Teile finden. Irgendwie ein bisschen Treibholz finden. Weil wir dann einfach ein bisschen was basteln wollen für unsere Ketten. Genau, so Anhängergedöns. Da ist zwar Holz da, aber das sieht alles irgendwie so schee aus. Das ist kein. Nein, das ist ja langweilig. Das ist einfach nur ein Bambusstab. Bambus. Den kann ich ja irgendwo sonst wegholen. Ja. Bisschen bewölkt heute hier. Wir hatten in Palma eigentlich bestes Wetter. Da war wirklich überall ähnlich so wie hier. Schön blau. Ja. Und hier sind jetzt auch ein paar Wolken. Jetzt siehst du halt die Natur pur hier. Genau, da haben wir schon Treibholz gefunden, aber das ist zu groß. Das jetzt ist hast so du groß Posidonia drin. Überall, was ja eigentlich hier dann auch bleibt, ne? Ja, aber es war schon mehr früher. Also das ist schon wirklich viel weggemacht worden. Weil du hast hier Posidonia, aber erinner mal, in der blöden Zeit, vor ein, zwei Jahren, da war halt noch viel mehr Posidonia. Da war ja auch über lange Zeit immer die Diskussion, Naturstrand, Posidonia wegmachen, nicht wegmachen, weil Posidonia ja auch anfängt ziemlich zu riechen. Und sie haben dann, glaube ich, dieses Jahr entschieden, auch Posidonia wieder wegzumachen. Das siehst du also, ja auch. Genau, hier war. Jetzt fängt es gerade hier so ein bisschen wieder an. Fängt gerade wieder an. Aber ich weiß gar nicht mehr, wann wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr hier waren. Ich weiß es nicht mehr.
Da war ja hier wirklich ein Meter hoch Posadonna gelegen. Ja. Und jetzt, also wird schon viel, viel weniger. Wobei Posadonia prinzipiell ja auch wichtig ist für die Insel. Ja. Sind übrigens keine Algen, ist Seegras. So schlecht. So, erstes Stück Treibholz haben wir gefunden. Ich glaube, daraus kannst du schon Abfall. Was machen. Und wer von euch hat einen Wellensittich daheim? Guckt mal, was ich hier gefunden habe. Soweit ich weiß, sind es doch vom Tintenfische irgendwie praktisch der Rest vom Tintenfisch. Gell? Die kannst du dann in Deutschland im Zoohandel für einen Wellensittich kaufen. Ja. Das wird es natürlich hier, weil Natur. Naturschutzgebiet, ja. Da nimmt man auch nichts mit. Aber wie kann das passieren? Das muss doch Vandalismus gewesen sein. Das macht ja, doch das kann Natur auch, kaputt, Schatz. Ja, das kann auch mal durch die Wellen sein. Oder hat man einer rausgezogen. Ja? Aber viel kaputt. Hinten liegt wieder Masten. Denn ja, im Sommer wird das alles wieder gerichtet. Da liegt noch ein Treibholz links. Da liegen einige, glaube ich. Aber der ist sehr schön. Guck mal, so rum kann man den auch sehr hängen. Schön. Ja. Was macht man dann mit dem? Kann man den das lasieren? Das ist jetzt Abfall. Ja, dass man das abmacht. Ja, den wird man ein bisschen lackieren, ein bisschen schmirgeln, deine Haken reinmachen. Ja, bei dir überall. Guck mal, zum Glück gehen wir gerade nicht baden hier. Erst dachten wir, hier sind lauter Muscheln. Nee. Sind alles hier am Strand angespülte Quallen. Aber die sehen schön aus, ne? Ja, so sehen sie schön aus. So, das sieht eigentlich aus wie Muscheln, ne? Große Muscheln. Sehen aus wie große Muscheln. Ja. Guck mal, hier, der ist besonders schön zu sehen. Die da. Ja. Die sehen eigentlich wunderschön aus. Ja. Die sind jetzt alle tot. Die sind leider, oder was heißt leider, das ist bei Quallen immer so schwierig zu sagen. Die sind auf jeden Fall tot. Wobei man sie beim Schwimmen auch nicht gerade haben möchte. Ja, welche Art ist das? Das sind ja das Wasser, weiß ich nicht. Ja, Wasser. Ich weiß nicht, welche Art es ist. Auf jeden Fall sind es nicht. Es gibt da ab und zu mal diese blauen Quallen ja, hier, ja. Die im Prinzip dann auch nicht nesseln. Aber bei denen hast du ja gerade gesehen, dass auch Nesseln dran sind. Also die werden was mit Sicherheit das für eine Art ist, ne? Mit Sicherheit brennen, wenn du reinschwimmst. Und wie viele hier. Der ganze Strand ist voll damit. Voll, 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 voll
Wer uns noch nicht folgt, folgt Daumen uns gerne, einen Daumen oben und haut uns gerne was in die Kommentare. Alles Liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schöne Weihnachtstage. Tschüss. Ciao.